Leider können wir uns ja zurzeit nicht zum Tanzen treffen. Deswegen habe ich mir halt auch überlegt, das mit euch auf diesem Wege einmal durchzugehen. Unsere Chore kennt ihr ja schon so ein bisschen. Also wir haben die ja schon angefangen, die wir heute auch weiterführen werden. Das heißt also, wir machen das rechte Bein einmal auf, das linke Bein auf, Hände gehen als Faust nach vorne, Hände gehen wieder zurück zum Oberkörper. Wir kreisen nach links, wir kreisen nach rechts, wir kreisen nach vorne und zeigen mit beiden Daumen auf uns. Genau, Kopf macht einmal ein Ja. Wir verschieben uns nach hinten, Hände schieben die Wand von unserem Oberkörper weg, das heißt, rechtes Bein geht nach hinten, Hände gehen nach vorne, linkes Bein geht zurück, Hände gehen nach unten. Gut. Wir verschieben uns weiter nach rechts. Da dürft ihr auch die Ebenen euch aussuchen, ihr dürft euch bewegen, wie ihr möchtet, Hand mitnehmen oder nicht, das ist ganz euch überlassen. Also, wir verschieben uns nach rechts, zu, links, zu, nach rechts, zu, nach links, zu, wir gehen nach hinten, zwei und wieder nach vorne, drei, vier, einmal Hände von unten nach oben, wieder zurück, Hände einmal zur Seite und wieder zurück. Genau, jetzt kommt, rechtes Bein geht auf, beide Fäuste sage ich schon, rechtes Bein geht auf, rechte Faust klopft zweimal nach vorne, bumm, dann kommt die linke Faust, zweimal, wir umarmen uns links rum und bringen die Arme zweimal nach oben, hoch, hoch. Dabei dürft ihr auch springen, ja, macht wie ihr möchtet. Also noch einmal, wir machen eins, zwei und drei, vier, umarmen und hoch, hoch. Das wiederholen wir dann in der Choreo noch einmal. Wir machen eins, zwei, drei, vier. Allerdings beim zweiten Mal geht ihr einmal tief, wieder zurück, umarmen und zeigt Power, dass ihr auch ganz viel Kraft zur Zeit habt. Ne? Genau, von hier gehen wir drei Schritte nach vorne, Arme gehen dabei nach unten. Wir beginnen mit dem rechten. Eins, zwei, drei. Wenn wir hier angekommen sind, springen wir einmal auf. Vier. Rechter Arm geht einmal nach außen, linker Arm geht einmal nach außen und wir machen mit beiden Armen einen Bogen. Hier klopfen wir wieder, das wiederholt sich. Wir machen eins, zwei, drei, vier. Wir putzen die linke Schulter, wir putzen die rechte Schulter, bringen die rechte Hand zum Mund, die linke Hand zum Mund und singing louder, sagt er halt in der Musik, da macht ihr mit beiden Händen einmal, also die tut ihr vor dem Mund und geht tief und schreit schön nach oben. Genau, so das ist der erste Teil. Ich hoffe, ihr übt den schön, sodass, wenn wir uns dann sehen, halt wir wieder ganz schön zusammen tanzen können. Ich vermisse euch. Bis bald, meine Süßen. Viel Spaß.